Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Life is Strange 2 Episode 4. Ja, die vierte Episode ist endlich da. Mit ein bisschen Verzögerung kann ich sie jetzt auch endlich spielen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf, was passieren wird. Ob wir tatsächlich nach Mexiko kommen, ob wir vorher noch die Mutter von Sean und Daniel treffen und vor allem, wie es allen so geht. Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Ganze in der letzten Folge ja doch ein bisschen außer Kontrolle geraten, sag ich mal. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Episode 4. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked on a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do.
I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I swear. Stop! Oha. Ich habe gerade schon gedacht, ist es eine Rückblende? Weil ja im Intro gesagt wurde, ein Krankenhaus im Norden Kaliforniens, 2 Monate nach der Explosion in Merrills Büro. Oh. Ja, weil im Intro gesagt wurde, er wusste nicht, wo Fuck. Der kleine Wolf war. Deshalb dachte ich jetzt gerade so, was ist los? I keep having these nightmares since I came out of the coma. What? Der lag im Koma? Alter. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, sports. Oh nein, oder? Agent Flowers Visitenkarte. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Oh, FBI. Maria Elena Flores, Special Agent, Abteilung Seattle. Ruf an, wenn du reden möchtest, Tag oder Nacht. FBI? I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Ja gut, ich würde sagen, essen wir gleich erstmal. So, Fernseher. Yay. Stupid reality shows. Ja, wenigstens hat er hier ein Einzelzimmer. Das ist doch schon mal etwas. Cassidys Brief. Oh. Oh. I miss Cass so much. Ja. Wish I could hold her. Ja, ich wollte eigentlich Finn, aber okay. Hau die Stadt, Junge. Ich wette, du bist überrascht, von mir zu hören. Ich habe nach meiner Befragung von der Polizei erfahren, dass wir im selben Krankenhaus waren, aber erst bei meiner Entlassung vor 1 Monat. Also schreibe ich dir und hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich wünschte, ich könnte alles sagen, was ich sagen möchte, aber du weißt nie, wer mitliest, richtig? Falls irgendwer anders das liest, fick dich. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich selbst erinnere mich nicht an viel, außer die Explosion in Merrills Büro. Und dann bin ich im Krankenhaus mit einer Aufprallverletzung heilt und dem, was die Ärzte Explosionstrauma der Lunge, tut weh, nennen, aufgewacht. Ich bin nur froh, dass ich noch Gitarre spielen und singen kann, auch wenn mir nicht danach ist. Du lernst eine Menge über Medizin, wenn du in einem Krankenhausbett festsitzt. Aber das weißt du ja, mein süßer Compadre. Ich arbeite noch an dem Espanol. Ich vermisse meinen Unterricht und meinen Lehrer. Du weißt vermutlich mehr darüber, was vor sich geht, als ich. Aber Hannah, Penny und ich wurden ohne Anklage entlassen. Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt ein paar Vagabunden, die auf dem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort bekommen. Überraschung. Da Finn und du weg seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Wir sind jetzt ein einsames Trio und reisen per Zug durch den Staat, doch es fühlt sich wie im Kreis ins Nichts laufen an. Hannah und Penny sind nicht dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mal sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße verändert sich, richtig? Vielleicht habe ich eine Reihe neuer Blues-Songs für die Straße. Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht und dass du die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen wirst, die du verdienst. Du und Daniel seid unglaubliche Brüder und ich hoffe, ihr findet bald euren Weg nach Hause. Ich hoffe, wir können unter einem neuen Mond erneut nackt schwimmen gehen. Es ist eine große Welt und vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ich werde immer dein Lied singen. Liebe und Frieden, Cassidy. Oh, dieses wundervolle Tattoo. Und die wunderbare Cassidy, die nur meine zweite Wahl war, aber trotzdem mag ich sie. Briefe. Oh. Clad Stevens' leg is better. Oh, 2 Stück. Don't know if we'll ever come back, Chris. Miss that little superhero. Sean, wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit und wach bist. Die Polizei hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos im Humboldt, ich sage jetzt einfach mal Humboldt, County gefunden hat. Wir durften dich nicht im Krankenhaus besuchen, doch wir hoffen, dass du so schnell wie möglich wieder gesund wirst. Die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Das Wichtigste ist jetzt, Daniel zu finden.
Wir helfen der Polizei so sehr wir können. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden, Sean. Hoffentlich spiegelt sich das positiv in deinem Gerichtsverfahren wider. Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss, nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken und Gebeten. Denkt daran, ihr seid Familie und wir lieben euch. Wir hoffen, dich so bald wie möglich in Julinas Shore zu besuchen. Pass auf dich auf, Claire und Steven. PS. Chris besteht darauf, dir etwas zu schreiben. Es ist dem Brief beigefügt. PPS. Er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Okay, was hat der Chris uns Schönes gemalt und geschrieben? Hi Sean und Daniel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's gut, aber ich vermisse euch beide total. Wann kommt ihr zurück? Papa geht es seit einer Weile auch besser. Er sagt Hallo. Wir gehen fischen, jetzt da der Sommer hier ist. Wir machen jetzt viel draußen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne den Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris und Captain Spirit. PS, wir müssen Beaver Creek vor den Sumpfkäfern retten. Ach süß. Ja, aber schön, dass der anscheinend, dass anscheinend auch dem Vater besser geht. So, natürlich, Skizzenbuch. Oh, I can't even focus on the page. This sucks ass, man. 26.03.2017. Ich lag wochenlang im Koma, blind und gearscht und in Polizeigewahrsam. Bald geht's in den Knast. Ich dreh in Krankenhäusern durch. Ich hasse das. Wo ist Daniel? Ich hab Angst. 23.03. Hab versucht zu zeichnen, um Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration gleich, sofort Migräne. Ich drehe hier durch, bin weinend aufgewacht. Oh Gott, der Arme, ey. 3.04. Special Secret Agent Flowers. Sie versucht, eine Bindung zu mir aufzubauen. Sperr mich ein oder vertrau mir. So beschissen. Die Cops können Daniel nach der Explosion noch immer nicht finden. Also ist er da draußen. Alleine? 11.04. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel, wo auch immer du bist, Enano. 15.04. Claire und Steven haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn zweimal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Meine Skizze von Joey ist nicht schlecht. Ich bin so froh, dass er hier ist. 20.04. Ich wünschte, ich könnte Cassidy nochmal spielen hören. All diese Lieder sind fort, aber nicht unsere gemeinsame Zeit. 25.04. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Ich mochte den doch so. Ich mochte doch den Finn so gerne. So, wir können zeichnen, das werde ich tun. Ich habe ja irgendwann in der letzten Episode dann endlich mal kapiert, wie ich schnell zeichne. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Ich gebe mein Bestes, Leute. Er kann nicht. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon, dass er vielleicht... Ja, wenn er Probleme mit der Wahrnehmung hat, mit einem Auge. So, wie war das jetzt? Einfach schnell bewegen, ne? Ich habe das ja immer irgendwie doch sehr langsam gemacht. So hard to focus. Gotta practice way more. Hat er sich... Das Auge nur verletzt, hat es verloren. Ich habe keine Ahnung. I guess that's an okay start. Moment. But I can keep going. Ja, klar, wir machen auch noch weiter. Aber wo könnte Daniel sein? Vor allem, weil das Ganze so lange her ist. Gitterstäbe zeichnen. Nee, eine Treppe. Das ist irgendwie optimistischer. Aber, Moment, ist das, ah, das ist eine Treppe, okay, ich dachte gerade schon, obwohl, wenn es die Treppe in den Himmel ist, dann vielleicht doch nicht so optimistisch, aber gut. Wish I could find a highway to freedom. So, Essensreste, Fernseher hatten wir schon. Das ist die Visitenkarte, das ist der Ball. Ich will ja möglichst
gar nichts verpassen. Na dann würde ich sagen, futtern wir doch mal, oder? Was gibt's denn? This must be my punishment. Krankenhausessen, großartig. Kann ich das nicht essen? This must be my punishment. Was ist denn? Sollen wir rufen? Will er nicht essen? Na komm, wir rufen mal. So, das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe, als in dem Brief, das mit der Gerichtsverhandlung stand? Ich fände es ja auch cool, wenn wir diese Gerichtsverhandlung irgendwie miterleben könnten. This day feels like every other day. Ja. Just like prison. Okay, auf jeden Fall kommt da jemand. Ja, wenn wir die Gerichtsverhandlungen miterleben könnten und dann entscheiden unsere Antworten und so. Oh, das finde ich mega. Aber gut, wir lassen uns mal drauf ein, was hier so passiert. Der scheint nett zu sein. Hey, man. Ja, wenn die sich schon so begrüßen. That looks like it might have been food. Hard to tell. Haha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before... you know. Before they... check you out. Check me out to juvie. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes. Nice retina response. Okay. Now, try to follow the light as well as you can. Mm-hmm. Mit R bewegst, okay? Come on, Sean. You've been there before. Yeah, ja, ich gebe mein bestes, Kumpel. Straining too hard? Ist alles gut. Headache? Nah. I just can't really focus today. Sorry. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more. Ach, tatsächlich. Yes. Danke für den Tipp. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. Stift mit L und überprüfe mit tough. A, ob er... Bitte? Überprüfe mit A, ob er über Joey's ist. Ach so. Oh. Das, ich weiß nicht, ob das vom Spiel vorgegeben ist. Ach, ich sag mal einfach nichts dazu. Wäre zu, eine zu lange Geschichte. Könnte passen. No. Your depth perception will always ja. be affected. So you gotta try hard. Ja, weil meine... Oh, shit. Meine Tiefenwahrnehmung ist nämlich auch nicht die beste. Also jetzt so... Yeah, I know. It's hard. Oh, come on. Mm-mm. Weiter nach hinten. Yeah, that's enough. Komm, das war scheiße, sag's doch. You in your eye. But remember, your depth perception will always be affected. Here, read this. Patient entlassen. Ich bin ein Pirat. Bitte, wieso Pirat? Hol mich hier raus. Das klingt irgendwie neutral. Patient cleared. Send him right to jail. Ah. Do not pass go. Do not collect $200. I always hated that game. You can try, but you can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. You're ah, das ist bestimmt die FBI-Agentin. Ja, natürlich. Na klar. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. I'll swing by later, Sean.
Stay cool. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ich habe niemanden getötet, als ob es sie kümmert. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Are you shitting me? That officer freaked out and shot him! In front of me and Daniel! Just guilty of being... who knows? I hear you, but... you're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no! Look at me! Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. Ja, das können wir ihr nicht sagen, auf gar keinen Fall. Also, so many die Wahrheit. Times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea oh, was it? Oh, Finn. His? Or yours? Huh? Ja, es war seine Idee. Wir waren es, wir alle waren es. Finn, meine Idee. Schaut mal, der ist auch im Krankenhaus. Der ist verletzt. Ich mag den immer noch. Ich kann den nicht alleine beschuldigen. Wirklich, Leute. Es tut mir leid für alle, die den nicht so gerne mögen. Ich mag dich. We all did. Meryl totally ripped us off. Not a good guy. That's what happens when you mess with drug traffickers. Keine Wahl. Daniel wollte dort weg. Daniel wanted to leave. But he's just a kid. I didn't listen. Why didn't you try to get help? Go to the police? Oh, yeah. The police would help me. After they shot my dad and accused us of murder. Great plan. So Finn wanted to get revenge on Meryl, too. And what about Cassidy? Why was she into it? To get even? Sie war dagegen. Ich hab's versaut. Sie war ja dagegen, aber trotzdem, habe ich ja gerade gesagt, wir waren es alle. Och, Leute, ist das alles schwer. Sie war ja dagegen, oder? Ich lüge ja jetzt nicht. Sie war ja wirklich dagegen. She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. Das wollte ich nicht. Sie haben das nicht verdient. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah, well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. Oha. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Also irgendwie, eine Sorry, Finn. Eine Selbsthilfegruppe?
She didn't want anything to do with this. Lucy Rose Jones. Wonder what Merrill told the cops about the robbery. Jonathan Merrill. Sorry, Hannah. Hannah Rio. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Baptistine. Prison would fuck him up. Da gibt's jetzt nicht wirklich was zu lesen, oder? Können wir lauschen? Ja. Mit wem quatscht sie denn da? Ja, also das mit der Selbsthilfegruppe, dafür, dass das eine FBI-Agentin ist. Ja, weiß ich nicht. Sind die nicht dann ein bisschen härter oder so? Das ist jetzt eher so ein Gespräch, als wäre sie die Anwältin oder so, fand ich jetzt zumindest. Kann ich aufstehen? Nee, kann ich nicht. Ich kann aber auch nicht wirklich verstehen, was sie sagt. Sorry, Finn. Also, that's just karma for dragging Daniel into this shit. Ja. Er ist auf jeden Fall im Krankenhaus. Sie nicht, er auch nicht. Ja, gut. Hope the cops ja, okay. Mess with Penny. So, was ist jetzt hier? Fuck him up. Kann ich eigentlich... Moment mal. Ich muss mal eben gucken. Nein, sorry, das wollte ich doch gar nicht. Ich muss mal eben gucken, wie ging das denn noch? Letzten Checkpoint. Ach nee, wir haben ja kein Tagebuch und nix, ne? Andenken. That's just karma for dragging Daniel into this shit. Ah, sie kommt wieder. Sorry about that. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. Sie haben mich angelogen. Wie lange noch? In Bezug auf was angelogen, weiß ich gerade nicht. For how long? It's been over 2 months. How are you gonna find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Bin ich da gerade irgendwie wieder zu kritisch? So you can lock him up too, right? Weißt du, sie... Whatever. Sie ist vom FBI, anyway, sie will ihn einbuchten, ist aber noch mega nett. Thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Also ganz ehrlich, ihr Ziel ist ja erstmal, ihn einzubuchten. Aber okay. Look out. I have to guard the guard now. Love it. Der ist lustig. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? Ich bin frei, Befragung. Ja, ich bin frei ja wohl nicht. You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Aw, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I can tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Ich will kein Glasauge. Lebenslang im Gefängnis, so positiv. I hear you. Oh, oh. I'm trying to be Entscheidung. Positive. Hoffentlich. But it's so hard. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me.
You have to clean it with sterile gauze in saline solution. Coat the area using the swab and cream. Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. 4 times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Catch you later. Ach ja, der ist doch echt ganz Joey. Nett. You are her boss. So, Joey's Stift. Joey's the only one who helped me get through this shit. Aufheben. Ist das wohl gut? Keine Ahnung, ich mach's einfach. Das zählt ja hoffentlich nicht als Beklauen oder so. Also, das ist Cassidys Brief. Das sind nur die Briefe. Da unten sind Zeichnungen. Yep. My art is trash now. Kann man die nicht rausholen oder so? Nee, schade. Hm? So. Was machen wir zuerst? Das Badezimmer erkunden oder erstmal hier alles weitere? Fernseher hatten wir ja schon. Salvation lies ahead. Überprüfen? Hat er da etwa was reingelegt? What? Was? Das Skizzenbuch. Haven't seen you in a long time. Das ist es doch, oder? Alter, wie cool ist denn der Joey? Das ist ja mega nice. Öffne deinen Rucksack. Ja, ja, okay. Gleich. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? Ich könnte mir vorstellen, dass der auf dem Weg zu der Mutter ist. Out there? He might go back to Seattle. But too far. Ja, das glaube ich nicht, dass der zurückgeht. Warum? Da ist ja niemand. If he tried to hook up with Claire and Steven, dann hätten die das geschrieben. They would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Superwolf. Aha. Huh? Does that mean? It means that Daniel. Daniel's with Jacob somewhere? Ach, hat der Joey da was reingeschrieben? I could see him again. Moment. 23.02. Hatte ein paar Bier. Daniel schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit. Müssen uns verstecken. Er ist dicht hier. Sean, ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück, wenn du für deinen Superwolf-Comic herkommst. Er wartet auf dich, Jake. Ich weiß wieder nicht, ob wir das gelesen haben. Gib mir Hot Dogs. Ja, natürlich. Oh, was für eine wunderschöne Zeichnung. Was ist das denn? Ach, das ist der Felsbrocken, ne? Das ist der Felsbrocken, den Daniel aus dem Wasser gehoben hat.
Die Nacht der Depression. Alle haben ihre schlimmsten Erinnerungen geteilt. Alle fühlten sich scheiße. Was für eine wundervolle Welt. Ich habe einen neuen Haarschnitt verpasst bekommen. Fühle mich wie ein neuer Mensch. Gefällt mir. Gibt es irgendetwas, das Finn nicht kann? 24.02. Ah, verdammt, wo? Ich bin ein Fluchwolf. Scheiße, scheiße, scheiße. Daniel hat's wieder versaut. Muss den Scheiß gerade biegen. Ich hab so verflucht satt, wegzulaufen. Okay. Kann ich das? All I gotta do is find that page with Jacob's home. Ach so. Haven Point. Nevada. Haben die neuen Arbeiter aus Europa getroffen? Anders und Ingrid, oder Ingrid? Ein niedliches Paar, da möchte ich gleich ins Ausland reisen, eines Tages. Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob, er ist wie ein kleines Kind. Er lebte in irgendeiner religiösen Kommune in Haven Point, Nevada. Hier scheint es ihm gut zu gehen. Frei? Ah. I gotta get to him. Gotta find a way to escape tonight.